Ja, hallo Jörg. Ich habe gerade deinen Vortrag gehört auf der Recruiting 2014. War ja sehr interessant. Du hast viel erzählt über, wie man Frauen findet. Ja. Und scheinst da sehr viel Erfahrung drin zu haben, persönliche Erfahrung vielleicht. Und du hast von 5 Flirt-Tipps berichtet. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was du an Flirt-Tipps sozusagen für Arbeitgeber hast, wenn sie Frauen finden wollen? Ja, okay, also vielleicht, um das klarzustellen, weil die Gefahr besteht, dass meine Frau das sieht, dass ich habe keinerlei Erfahrung privat, rein berufliche Flirt-Tipps kann ich da bieten, selbstverständlich. Ich glaube, der wichtigste Flirt-Tipp ist fürs Personalmarketing, wer Frauen ansprechen will oder suchen will, muss sie ganz einfach ansprechen. Ich glaube, da liegt noch viel Potenzial drin, indem man halt wohl gerne mehr Frauen hätte, aber die einfach nicht direkt anspricht. Und ich glaube, das ist schon einmal der wichtigste, der Flirt-Tipp Nummer 1. Also wer Frauen anwerben will, muss sie ganz einfach ansprechen. So einfach ist es. Manchmal ist es ganz einfach, ja. Okay, aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ist nicht ganz so einfach. Genau, genau. Dann, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich überlegt, wo denn die Frauen sind, in welchen Branchen die tätig sind, also dass man ein klares Bild der Zielgruppe hat und dass man dann auch entsprechend die ganzen Personalmarketingmaßnahmen darauf ausrichten kann. Wir haben das gemacht, es tönt fast schon einfach und banal, indem wir für einen typischen Männerberuf, den des Tramchauffeurs oder eben der Tramchauffeurin immer mehr hoffentlich, dass wir da uns gesagt haben, wir müssen die Frauen ganz offensichtlich überproportional stark ansprechen. Das ist doch typisch für einen Männerberuf, in den Köpfen die ganzen Rollenbilder, die zum Teil über Jahrzehnte geprägt sind, dass man die irgendwo rausbringen muss. Und darum haben wir ganz einfach für den ehemals oder hoffentlich bald ehemals typischen Männerberuf des Tramchauffeurs haben wir die Frauen überproportional stark angesprochen, im wahrsten Sinn des Wortes. Du hast auch noch gesagt, Geld würde eine Rolle spielen? Als Flirt-Tipp, naja, Geld spielt sicher in dem Sinn eine Rolle, dass wir uns sagen, man muss halt auch investieren in gutes Personalmarketing, wenn du die Analogie willst, ein schönes Glas Wein zum Beispiel. Oder ein Cocktail, habe ich gehört. Cocktail, genau, das habe ich schon mal gehört, das zieht ab und zu auch. Aber das Geld oder eben etwas spendieren, wie wir in der Schweiz sagen, das heißt bei uns bezogen aufs Personalmarketing eine gute Kampagne machen. Wir machen nicht tröpfchenweise Werbung, sondern bündeln unsere Kräfte und mixen die dann, und das wäre dann ein nächster Flirt. Klotzen statt Kleckern war das, genau, glaube ich. Ne? Genau, genau. Was habt ihr konkret gemacht, um jetzt dann Frauen anzusprechen? Wir haben 2 Kampagnen gefahren, eine erste 2012, bei der wir eben Frauen überproportional stark oder groß angesprochen haben, mit überproportional großen Plakaten, mit großen Inseraten und immer dann auch das Pendant dazu für die Männer, aber ganz, ganz deutlich kleiner. Die haben so mit dem Jö-Effekt gespielt. Was ist der Jö-Effekt? So, das ist eine gute Frage. So ein Schweizer Ausdruck, wenn du einen kleinen, niedlichen Hund siehst oder ein süßes Baby, sagt man, Jö, bist du, ja, so, man würde fast dann gerne niedlich. Und haben so auch ganz bewusst mit Augenzwinkern ein bisschen mit dem gespielt, haben, wie gesagt, überproportional groß die Frauen angesprochen, haben so es geschafft, viel Aufmerksamkeit zu generieren und den Anteil bei den Bewerbungen und letztlich auch bei den Anstellungen schlicht und einfach zu verdoppeln. Das hört sich sehr beeindruckend an, aber ihr habt auch ein bisschen Frechmut da reingebracht, habe ich gesehen. Das ist so. Eure Ansprache, habt ihr da ein Beispiel, was ihr da gemacht habt? Genau, ich könnte vielleicht die zweite Kampagne da erwähnen, da sprechen wir Frauen aus den Branchen und Berufsgruppen, die für uns interessant sind, ganz direkt an. Das sind Kellnerinnen, das sind Köchinnen zum Beispiel auch, das sind aber auch Verkäuferinnen oder Fußreflexzonenmasseurinnen. Und bei den Verkäuferinnen haben wir natürlich, wie es sein muss bei der Werbung auch, das Ganze ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also wir haben nicht dann gesagt, wir suchen spannende Verkäuferinnen oder freundliche Verkäuferinnen, sondern halt das bezeichnet als Dessous-Verkäuferinnen. Also wir haben da ganz, also eine Provokation kann man es ja nicht mal nennen, aber wir haben ganz sanft, da haben wir das ein bisschen auf die Spitze getrieben.
das war vielleicht ein bisschen frechmutiger. Ich würde mal sagen, auch die bei der ersten Kampagne, als wir die Plakatständer aufgestellt haben an verschiedenen Orten, ohne da lang zu fragen, obwohl wir das hätten tun müssen. Das ist fast so ein bisschen Guerilla-Recruiting. Geht in diese Richtung, natürlich immer sehr anständig, wie es sich für die Schweizer gehört, aber ich glaube schon, das ist so eine... Musst du dich hinterher entschuldigen, wenn du sowas gemacht hast? Ja, da habe ich mich entschuldigt, da, das hätten wir in der Tat nicht dürfen, diese Plakate einfach so aber aufzustellen. Aber ein Ordnungsgeld oder sowas gab es nicht? Gab es nicht, nein. Das ist ja dann günstig gewesen. Genau, ja, also eine Entschuldigung kostet ja nichts. Okay, also ihr habt eine Menge mehr Frauen einstellen können ja, und habt jetzt den Anteil von Tramfahrern, ist jetzt wie groß und wie war er vorher? Also zu Beginn war er bei den Tramcockpits bei 21%. Wir haben 650 Tramfahrerinnen und Tramfahrer. Also wir, wenn wir da jetzt die Neuanstellungen verdoppeln, dann braucht das natürlich seine Zeit. Der Frauenanteil liegt im Moment bei rund 25%. Also schon ja, deutlich, 25%. Genau. Genau. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Genau, auf diese Menge braucht es eben eine gewisse Zeit. Das dauert eine gewisse Zeit, klar. Also und was habt ihr ausgegeben dafür? So externe Kosten, jetzt nicht die internen? Das waren, das kann ich gar nicht sagen. Ungefähre Größenordnung. Ich würde mal sagen, gegen 100.000 Schweizer Franken. Okay. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Danke, Wolfgang.